Moin moin, meine lieben Gaming-Freunde. Oder hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und jetzt geht's weiter mit dem fantastischen, phänomenalen, supergenialen... Ach, was rede ich? Es geht einfach weiter mit Far Cry 3. Echse. Nein, das mache ich jetzt nicht. Also auch wenn das jetzt welche von euch gedacht haben. Nein, das mache ich nicht. Wahrscheinlich muss ich den töten, oder? Komme ich da so dran vorbei? Ja, komm. Ich lach nicht. Betritt den mystischen Raum, in dem du heilige Tiere mit C4 gesprengt hast. Nachdem du das Tier echt fies gehäutet hast. Ich wollte das gar nicht. Ich habe gedacht, hier wäre der Bogen auf dem Knopf. Ey, ist das Ding bescheuert? So. Jetzt aber. Ach, ich kann nicht mehr, ey. Ja, sehr nett hier. Eine Sackgasse. Quatsch, gar keine Sackgasse, du Pflaume. Da fällt auch Licht rein und da ist ein Yin und Yang-Symbol auf dem Boden. Und da ist wieder irgendwas, was man anfassen kann. Aber wer schon mal... Jäger des verlorenen Schatzes gesehen habt, ja. Man sollte da nicht, man sollte das nicht machen, nicht anfassen und so. Und schon gar nicht rausziehen. Was denn, keine Bundeslade, die sich öffnet? Uppidupidu. So, willkommen bei Super Mario Bros., einem Jump'n'Run-Spiel. Ist das Ding nicht auch gerade aufgegangen oder nur das da unten? Na egal. Ach nee, das war wahrscheinlich mein Eingang. Okay, weiter geht's. Kann ich hier rutschen? Woo! Nein, schon gut, ich nehm's ernst, ich nehm's ernst, ich nehm's ernst. Keine C4-Sprengung. Ey, was ist mit dir los? Ey, bist du bekloppt oder was? Drei Pfeile, ey. Schon klar. Ich find's immer noch eklig. Eklig. Aber ich erschrecke mich nicht vor Fledermäusen, denn ich bin nicht Bruce Wayne. Uah, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, das wollte ich nicht. Ich schwöre, ich wollte das nicht. Vielleicht wollte ich auch nur das Let's Play künstlich lange machen. Wer weiß das schon? Das könnt ihr jetzt überlegen. Ich kann... Jetzt lass mich in Ruhe. Pass mal auf jetzt. Drüber gehupft. Boah, das hat mich aber ganz schön geplättet. Aber ich habe das Vieh leben lassen, habt ihr gesehen? Was ich ein netter Mensch bin. Erforsche die Tiefe, das wusste ich schon. Hier sind einfach zu viele von denen. Ey, komm, überleg's dir. Überleg's dir, ich hab C4 und du eine Zunge. C4 gegen Zunge. Heute im Duell mit Sirius. Naja, okay, komm. Tut mir leid, Alter. Scheiß Schlangenviech. So. Oh, Pfeilspitzen aus Bronze. Ich brauche Haihaut im Übrigen. Uah, ekelhaft.
Ja, ich kann keinen größeren Beuterucksack feststellen. Das habe ich nämlich vorhin geguckt, während ich das Let's Play Pause gemacht habe. Mir fehlen einfach die Materialien. Warum habe ich kein gutes Gefühl dabei? Weiß ich nicht. Weil es schrottig aussieht vielleicht. Ach du Scheiße, chinesische Stadt. Ich glaube, das ging nochmal gut, oder? Oh, scheiße, Bein eingeklemmt. Ah. Na, da komme ich sicher nicht raus. Was denn, das war's? Ah, okay. Scheiße, die Schlangen, man hört die Schlangen immer, aber man sieht die immer mehr. Oder ich sehe die immer nicht, weil ich blind bin. Ja, nee, ist klar, da springt jeder normale Abenteurer einfach rüber. Tut man sich aber ganz schön weh bei. Okay, also Gegner scheinen hier nicht zu sein. Sonst wäre jetzt mal einer aufgetaucht, oder? Ja, ich habe nur einen falschen Knopf gedrückt. Ja, ich habe gedacht, kannst du irgendwie vertuschen. Tut mir leid, Alter. Und Nummer 3. Gemerkt, ich kann schneller jetzt in der Hucke gehen. Fast genauso schnell wie vorher. Ja, gib die Kohle her. Anders interessiert mich eh nicht. Ist der da gerade aufgeploppt? Das ist mal echt teilweise irre. Die kleinste Details. Ich weiß, dass ich da dran muss. Ich wollte mich nur mal umgucken. Ja, ich nehme nur Kohle mit. Das ist scheißegal. Schwuppsidupsidups. Da frage ich mich, wer hat denn bitte schön hier unten in diesen chinesischen Höhlen und so Dollar liegen lassen? Sag ich jetzt nichts zu. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's weiter, meine Freunde. Achtung, jetzt. Oder jetzt. Oder jetzt. Das Kompassteil. Das stürzt hier alles ein. Oh, oh. Okay, ich glaube, ich laufe lieber. Geschafft. Boah. Du hast mir einen Sender verpasst, oder? Du bist mein Lieblingsschüler. Hm? Hey, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt machst du die Ansagen? Das denkst du? Hector, sieht so aus, als hätte ich keine Kontrolle mehr, also bau schnell alles ab und dann schlitz Keith von oben bis unten auf. Warte! Warte. Na, was, Kumpel? Du sagst, wie es läuft. Ah. Hector, gute Nachricht. Ich hab wohl wieder Kontrolle. Verschon, Keith.
Ja. So, bist du mit dem Deutsch schon weiter? Hm? Fast geschafft, glaube ich. Fast geschafft, Sir. Ist das dein Ernst? Na gut, fast geschafft, Sir. Dann bau das Kompassteil ein. Sehr gut. Ich verpiss mich dann, okay? Mach's gut. Da überlege ich mir gerade, ob ich mir auch so ein Jägermeister-Tattoo machen lassen soll. Aber anstatt Buck wird bei mir wirklich Fuck draufstehen. Das sieht mir aus wie so eine Sumpfgegend für Krokodile hier, oder? Wo wäre denn hier mal zum Beispiel... Ach nee, guck mal hier, ich bin hier astrein in einem Gebiet, wo ich Bescheid weiß. Ich brauche Haifischhaut. Haifische irgendwo immer hier ganz oben an der Küste. Ah, scheiße, so weit weg. Keine Schnellreise. Boah, bis dahin muss ich. Das ist ja weit. Eigentlich ist es hier gerade so schön, oder? Also ich frage mich, was meint ihr, ist das alles von Hand designt? Also sicherlich diese Stellen hier, bei denen man so oder so direkt auftaucht, oder? Also wo das Spiel ja von vornherein weiß, dass es euch hier hinschickt. Aber ist sonst hier alles echt von Hand? Oder meint ihr, das macht so ein Map-Generator? Ist doch irre schön hier, oder? Fehlt nur die Bacardi-Musik. Wie ging die nochmal? War das Sunshine Reggae? Nee. Krokodile! Schnell weg, 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 weg. Oder? Nee, doch nicht. Nein, doch nicht. Wie ging denn jetzt nochmal diese Bacardi-Musik, Mensch? Ich wollte nur ein bisschen gucken, wie es hier aussieht. Ich mache jetzt schnell eine Reise. Ist ja schon gut. Wiek, 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 wiek. Lauf, Schwein, lauf! Ach komm, ich mach Schnellreisen mit euch. Ich habe zwar im letzten Video nur gesagt, ich mache keine Schnellreise, aber jetzt mache ich es halt trotzdem. Wo ist mein Heimatdorf? Ja, ich reise mal nach Amanaki und da gehen wir einmal zur Waffe nochmal, oder? Was meint ihr? Machen wir ruhig. Okay, Schnellreise. Dann können wir noch gemeinsam zur Waffenoma gehen. Da habe ich auch wieder mal was in den Videokommentaren gelesen. Kannst du mal zeigen? Soll ich hier am Automaten? Ich gehe zur Oma, oder? Der Waffendealer braucht auch einfach Kohle. Was denn? Hier im Dorf ist ja mal nie irgendwas los, oder? Hey, ihr Brüder. Was denn da das? Trinkt ihr, oder was? Die braune Brühe? Ach, das sind die, die hier mal am Boden sitzen und die trinken die braune Brühe? Die hat irgendwie ein bisschen ein komisches Gesicht, oder? Und wo ist eigentlich Dennis? Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Dennis treibt sich schön bei Citra rum, oder? Oh, ich danke dir vielmals. Ach, die labern hier. So, wir gehen im Waffenshop. Hallo, Waffen nochmal. Was möchtest du kaufen? Ah, ich wollte mal gucken, was neue Knarren da und so. RPG, richtig dicke Wummen, so ein Zeug, du weißt schon. So, was ich immer mache, habe ich ja schon zehnmal gesagt, ich mache immer Inventar auffüllen. $348, scheiß drauf, nehme ich halt mit. Ich hab's ja! So, und dann verkaufe ich ja auch allen Scheiß. Ja, verkauf den Scheiß. Verkauf den Scheiß, verkauf den Scheiß. Mir egal, ich will keine Medizin herstellen und so. Ich bin noch kein Scheiß Apotheker. Ah, das behalte ich mal. Ohne die kann ich nicht. Ja, ist ja gut. So, dann kamen die Fragen, was gibt's eigentlich für Waffen? Kannst du das mal zeigen? Ich zeig's hier im Schnelldurchlauf, okay? Nicht so spannend. Das lädt hier furchtbar lange. Magnum. Oh, lädt das lange, oder? MPs habe ich auch noch nicht gespielt. Scorpion, A2000, MP5. MP5 fände ich vielleicht interessant. Wahrscheinlich keine hohe Reichweite, aber definitiv eine gute Waffe. Vielleicht würde ich die mal spielen für euch, weil jemand danach bettelt. Schrotflinten spiele ich eigentlich aus Prinzip nicht, gefällt mir einfach nicht. Sturmgewehre gibt es hier, die 4 Stück an der Zahl. Die F1 könnte ich mal spielen. Da habe ich ja schon mal drüber sinniert. Scharfschützengewehr habe ich die SVD. Und habe ich die M700. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier mit anpassen. Ah, guck mal, man kann Schalldämpfer spielen. Das wäre okay. Habt ihr da Bock drauf? Viertelstunde ist rum. Timer bimmelt. Hier.
Wie beim Flipper bei mir. Ich weiß nicht, kann ich zwei Sachen ausrüsten? Ah ja, seht ihr, bis zu zwei Sätze. Beleuchtetes Zielfernrohr. High-Power-Zielfernrohr. Das High-Power-Zielfernrohr hilft Scharfschützen, weit entfernte Ziele mit großer Präzision zu treffen. Okay. So, jetzt habt ihr euren Willen. Erfolg freigeschaltet, Geld aus dem Fenster. Ja, immer weg mit der Kohle. Und ich habe nämlich jetzt auch neuerdings einen dritten Waffenslot. So, habe ich das jetzt ausgerüstet? Ja, habe ich. Okay. So, jetzt habt ihr eure Sniper, die wolltet ihr unbedingt mal sehen. Dann gibt es hier leichte Maschinengewehre. Die habe ich noch nicht gespielt, die U100. So ein Trommelding. Granatwerfer gibt es hier zwei Stück. Das Ding ist mir zu teuer. Ja. Spezielles ist Universalzeug, Werkzeug. Kann man alle Land- und Wasserfahrzeuge reparieren. Ich glaube, das braucht man, ja. Also viele Leute sagen, ja, hey, geh vorne ans Auto, kannst du reparieren. Also ich glaube, ich müsste dieses Ding dafür kaufen. Weiß ich nicht, kann ich mal ausprobieren. Leuchtpistole? Ding in Brand zu stecken. Ja, das ist vielleicht auch interessant. Den Bogen habe ich ja. Wollen wir den Bogen mal anpassen? Da kann man ja nur eins drauf montieren. Kann man höchstens noch anmalen. Ist auch irgendwie doof. Oder sollen wir den mal anmalen? Komm, ich mach den mal rot. Coole Sache. Dann haben wir noch den Flammenwerfer. Da waren ja auch ganz viele an, hey, spiel Flammenwerfer und so. Und fand ich total öde. Ja, also, hab hier beim besoffenen Gameplay gezeigt, wo man die Marihuana-Felder oder was das war, die Grasfelder anzünden musste. Ja, das war's eigentlich so. Konsumartikel haben wir noch. Also wir können zum Beispiel Medizin kaufen. Aufrüstbar. 0%. So, könnt ihr hier Medizin kaufen, wenn ihr wollt. Könnt ihr aber auch herstellen. Ja, ist halt auch kein Problem. Aber ihr könnt es auch kaufen. So. Okay, das war's eigentlich. Sturmgewehre, wo soll ich das noch machen? Oh, jetzt habe ich, glaube ich, zu viel, ach, schade. Jetzt habe ich hier zu viel, ich nehme aber trotzdem hier die STG-90 mit. Na, ist das okay? So. Abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Okay, jetzt wäre es eigentlich cool, wenn hier noch ein bisschen so Reggae-Musik laufen würde und alle so ein bisschen abdancen würden. Ja, da da anscheinend im Moment keiner Bock zu hat, würde ich sagen, wir beenden mal das heutige Let's Play. Ich sag ganz einfach wie immer, mit einem letzten Blick hier über mein Heimatdorf. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!